Einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich darf Sie recht herzlich begrüßen zu einem adventlichen Vorweihnachtsabend hier im Präsidium. Mit einem Anlass, der uns ganz besonders freut. Johannes Kühlbeck, der Journalist. Johannes Kühlbeck, der langjährige Präsident des Presseclubs. Johannes Kühlbeck, den wir kennengelernt haben als einen der launige Geschichten aus seiner allzu langen, aber sehr intensiven Karriere als Auslandskorrespondent in Brüssel erzählen konnte. Und jetzt haben wir eine neue Facette des Johannes Kühlbeck, die wir nun heute präsentieren können. Johannes Kühlbeck, den Autor. Und uns freut es ganz besonders, dass wir als Presseclub, als ehemalige Heimstätte unter Anführungszeichen von dir, Johannes, dass wir heute dein Buch hier präsentieren können. Es wird nicht das letzte Mal sein, dass du in einem größeren Rahmen dein Werk vorstellst, aber uns freut es ganz besonders, dass du es heute bei uns machst. So, jetzt sollte es funktionieren. Johannes, zuerst einmal herzlichen Glückwunsch zu diesem Buch und vor allem Glückwunsch zu dem Titel, den ich als wirklich sehr, sehr gefällt. Zwischen den Zeilen. Es steht nämlich nicht nur im Textzeichen, sondern tatsächlich auch, wenn man es subtil betrachtet, auch wirklich sehr, sehr viel zwischen den Zeilen. Und auch den Untertitel finde ich sehr, sehr spannend und sehr gelungen. Nämlich, du beschränkst dich nicht darauf, Anekdotisches von dir zu geben und Erinnerungen, sondern erhebst den Anspruch, und der gelingt dir auch, steirische Zeitgeschichte im Rückspiegel zu liefern. Und das war zugleich schon einige Zeilen Laudatio, die du bitte hoffentlich wohlwollend zur Kenntnis nimmst, dass dir wirklich viel gelungen ist mit diesem Buch, das ich sehr empfehlen kann. Und es führt mich eigentlich gleich, und das ist kein Zufall, dass ich dir diese Frage stelle, du warst knapp 40 Jahre Journalist, hast in den frühen 70er Jahren begonnen als Journalist beim ORF in Wien und durch verschiedene Fügungen kamst du dann nach Graz in die Redaktion der Kleinen Zeitung und warst am Aufbau der Wirtschaftsberichterstattung maßgeblich beteiligt. Und wenn ich dich jetzt frage, so spontan rückblickend auf die vergangenen Jahrzehnte als Journalist, wo du tausende Artikel, Berichte, Interviews verfasst hast, was meinst du denn, wo fühlst du dich heute, wo du dieses Buch vorlegst, bestätigt in deinen Artikeln, in Standpunkten, die du vertreten hast, zum Teil sehr vehement vertreten hast, und wo würdest du dir wünschen, dass es so etwas wie eine Zeitmaschine gäbe und du dich noch einmal in die Vergangenheit zurückversetzen könntest, weil du der Meinung bist, du würdest bei Themen eine andere Position heute haben? Also ich halte von Zeitmaschinen nicht viel. Aber ich darf euch erzählen, warum überhaupt, wie dieses Buch geworden ist. Ich wollte nie ein Buch schreiben. Die Idee ist mir nicht gekommen. Aber wie ich in Brüssel, wenn ich am Wochenende in Brüssel frei gehabt habe und nicht bei der Familie war, mir ging es um eines, was meine Arbeit geprägt hat, ganz stark, war wirklich die Stahlkrise. Die meisten von Ihnen wissen das nicht. In den 70er und 80er Jahren gab es eine ganz grimmige Bedrohung der steirischen, der obersteirischen Kunststoffindustrie, die sich über viele Jahre durchgezogen hat, die war Berichterstatter, gemeinsam auch mit Erwin Zahnke, der hier unter uns ist. Und das war einfach eine Sache, das ist eine Geschichte, die erzählt werden muss. Interessant war, wer von Ihnen am Samstag Österreich 2 geschaut hat im Fernsehen, die Kreisgitarre, die kann man ganz erstmal ohne Wirtschaft haben. Und Wirtschaft gibt es nicht, ja, und deshalb auch diese Dinge. Jetzt sind wir eine Zeitung mit einem Schwerpunkt, die keine Zeitung hier in Graz, aber man muss wirklich bedenken, dass es eine unglaubliche Bedrohung für die Obersteiermark war, ich schildere das in diesem Buch für Zehntausende, Hunderttausende Menschen, über die Arbeit und ihre Familien dazu nimmt. Und das wollte ich einfach einmal gefunden, das schreibe ich einmal zusammen, damit es nicht verloren geht, so ungefähr. Und dann sitze ich und schreibe. Und dann denke ich mir, eigentlich, das könnte ja interessant sein und hin und her. Und der entscheidende Schritt, das könnte ein Buch werden, war, wenn ich aber ein Buch schreibe, wenn ich Geschichten erzähle, dann muss ich etwas für Journalisten vollkommen Untypisches machen, was Verbotenes. Ich muss das Wort ich verwenden. Alle persönlichen Fürwörter, die mit dem zusammenhängen. Ich, mein, mir, mich. Ja? Das darf ein Journalist nicht. Ja?
klarerweise. Ich schaue das mal auf, solche Schritte waren das, die dazu also gut, man muss das mal nicht, weil ich kann die Geschichten, die ich erlebt habe, ohne meine eigene Person fast nicht erzählen. Und so hat sich das eine zum anderen gefügt. Und ich glaube, was wirklich entscheidend war für mich, damals gab es eine unglaubliche Herausforderung. Und in der Zeit, in der ich darüber berichten konnte, ich glaube auch, die Menschen in der Steiermark, und zwar die Menschen, nicht das Land, die Menschen in der Steiermark, wir haben diese Herausforderung weitgehend bestanden und sind dann ein erfolgreiches Industrieland geblieben. Das ist eine ganz wichtige Botschaft, die ich hier transportiere. Trotzdem, noch einmal meine Frage, wo fühlst du dich bestätigt, dass du damals gewisse sehr pointierte Standpunkte eingenommen hast? Und wo siehst du jetzt in der Replik vielleicht das ein oder andere, worüber du berichtest, dass etwas anderes? Also bestätigt fühle ich mich, wie gesagt, dass die Steiermark als halbwegs erfolgreiches Industrieland geblieben ist. Ja? Dass den Leuten hier gut geht, weil sie tüchtig sind. Weil sie tüchtig sind. Ganz eine wichtige Sache, die sich auch nachlesen kann hier. Und eine zweite Sache, die ich da relativ intensiv auch behandle, ist die Frage der Migration. Da haben wir uns eben alle schwer getan. Da haben wir uns alle schwer getan. Sie müssen bedenken, 1989 ist der Eiserne Vorhang gefallen. Es gab ja nur Leute, die nach Österreich gekommen sind, die wir auch wollten. Die Türken und die Jugoslawen als Gastarbeiter und solche Dinge. Ja? Und ein paar Hochschullehrer, Studenten aus Ägypten und Persien oder so. Mehr Migration gab es nicht. Nirgendwo auf der Welt. Und diese Teilung in Ost und West. Ja? Und auch durch Mangel an Verkehrsmitteln. Ja? Aber mit dem Fall des Eisernen Vorhangs konnte jeder Ukrainer mit seinem Moskvitsch bis nach Wien fahren. Ja? Illegal zum Teil natürlich nicht. Auf einmal, wenn sie die Grenzen aufbrechen, dann das passiert ganz Unglaubliches, wie wir gerade jetzt im Jahr 2015 erleben. Also das war eine ganz wichtige Sache, die, glaube ich, zum Teil in der Öffentlichkeit und auch in den Medien, das schreibe ich auch hier, nicht gut genug begleitet wurde. Das ist eine ganz wichtige Sache. Es hat ein Thema gegeben, dass dieses Land, ist mittlerweile auch schon lange her, lange, sehr lange in Atem gehalten hat, nämlich der politische Streit rund um die damals Draken, heute Oberfelder, damals Draken. Wie siehst du das so im Abstand der Geschichte, wie siehst du das? Darüber steht keine Zeile in diesem Buch. Genau, das hat sich irgendwie so ergeben, dass es andere Kollegen hauptsächlich betreut haben. Ich halte es für eine ÖVP-interne Geschichte, die in Wahrheit für dieses Land wirklich wichtig oder für die Entwicklung der Steiermark wirklich wichtig war. Der Wort war vielleicht für den Herrn Kleiner und für den Herrn Koronetzis und für die Niederösterreicher, ja, der Kaiser und der Verteidigung, war das wichtig, aber ich glaube, vom Tragen wird in der, das glaube ich halt, wird war das damals eine gewaltige Politinszenierung von steirischer Seite? Ich sehe das so gut genommen. Der Dr. Zagel will mir vielleicht widersprechen, weil er mehr weiß davon, aber ich sehe das so, das war eine reine Inszenierung. Wie sehr ist es denn die Aufgabe von Journalisten gewesen, und ich denke heute mehr denn je, solche Inszenierungen zu dekodieren, also klar zu machen, dass es etwas anders aussieht, oder deutlich anders aussieht, als es in der Öffentlichkeit womöglich wahrgenommen wird? Ganz wichtig. Der Vorwurf der Pegida und zum Teil auch aus Kreisen der FPÖ, wir seien eine Lügenpresse und solche Dinge. Ich glaube, wir müssen ihn nicht wörtlich nehmen, aber wir müssen ihn ernst nehmen. Ja? Ich glaube einfach, dass die Verhaderung zwischen den Medien und den Regierenden ein Problem ist. Wenn ich daran denke, wie Kampagnen gefahren werden, also, nehmen wir ein Beispiel, nicht aus Österreich, um es so deutlich zu machen. Christian Wulff ist der ehemalige deutsche Bundespräsident. Ja? Ist kein Mensch, der beschützt und leben muss. Ja? Aber der ist von den Medien gekillt worden, musste zurücktreten, weil seine Frau eine Detonierung hat oder so. Ich weiß auch jetzt. Ja?
Wir wissen heute, dass die Vorwürfe, die gegen ihn erhoben wurden, im Wesentlichen nicht richtig und wichtig waren. Ja? Aber trotzdem war der Druck, der von den Medien erzeugt wurde, so stark, dass der Bundespräsident von Deutschland zurücktreten musste. Und Herbert Brandl, der stellvertretende Chefredakteur der Süddeutschen Zeitung, hat später zugegeben, ja, Sie mag wussten, das war eigentlich nicht richtig, aber gegen den Mainstream der Medien, von der Bild-Zeitung, vom Spiegel und so weiter, da haben sie einfach dagegen nicht mehr ankämpfen können. Also, ich finde, das ist ein bisschen bedenklich, wenn auch so redliche Leute wie der Herbert Brandl sagen, wir haben da Fehler gemacht. Noch einmal, Christian Wulff ist nicht, der soll zurückdenken, das ist mir wurscht. Ja. Aber es zeigt für mich ein Bild, wo sich Medien in eine Richtung bewegen, wo sie vorsichtig sein müssen und die dann eben zum überzeichneten Bild des Vorwurfs der Lügenpresse von Menschen führen, die sich einfach nicht in der Berichterstattung nicht mehr wiedergegeben sehen. Das ist ein wichtiges Wort, selbst gesagt, nämlich das Wort vom Mainstream. Und in der Tat, dieses Wort, diese Begrifflichkeit kommt im Buch auch mehrmals vor, dass du nicht im quasi medialen Mainstream, das ja keiner weiß, dass du quasi nicht im medialen Mainstream warst, wenn es um das wichtige Thema Landwirtschaft, das ja für dieses Land ein ganz ein bedeutendes Thema ist. Kannst du da vielleicht ein paar Worte sagen, was da dein Standpunkt gewesen ist und wahrscheinlich noch immer ist? Also zu Jörg Haider, Kurt Wimmer, der Vorgänger von Erwin Zeit, der Chefredakteur, hat in seiner Buchbesprechung der Kleinen Zeitung gesagt, das, was ich über Jörg Haider schreibe, ist sowas, damit bringe ich eine Verachtung gegenüber diesen Menschen zum Ausdruck. Das Wort Verachtung ist hart, aber es stimmt wahrscheinlich zum Teil. Ja, ich sage und will damit auch abgewendet lassen. Das, was ich in dem Buch zum Beispiel über Jörg Haider oder andere schreibe, ich tue es immer auch belegen mit Argumenten. Ich tue nicht einfach sagen, der und der ist so oder so, sondern ich versuche es zu belegen mit Argumenten. Das zweite zu den Bauern, da will ich Sie nicht länger langweilen. Ich habe eher aus Zufall oder aus Sympathie, bin ich neben meiner anderen Tätigkeit in der Kleinen Zeitung, habe ich mich auch mit der Landwirtschaft auseinandergesetzt und habe im Laufe dieser vielen Jahre bemerkt, dass es eigentlich wahnsinnig interessant ist, wenn man sich dem öffnet. Und zweitens die Öffentlichkeit, die Allgemeinheit mit der Landwirtschaft wenig anzufangen hat. Das ist ein spezialisierter Bereich, ist da draußen am Land. Die meisten unserer Leser sind in den urbanen Regionen. Und diese zwei so fernstehenden Dinge, Faktoren einander näher zu bringen, zu versuchen, das war einfach eine große journalistische Herausforderung, die mir auch viel Freude bereitet hat. Das hast du gesagt, die Rolle des Journalisten und die Rolle des Buchautors war eine sehr, sehr unterschiedliche. Es war für dich am Anfang ein bisschen schwierig, eben in die Rolle des Autors zu schlüpfen. Hast du da dir irgendwo Hilfestellungen geholt? Oder hast du das ganz alleine für dich gemacht oder hast du jemanden gehabt, zu dem du gesagt hast, ist das so, kann man das so machen? Hat es im Hintergrund jemanden gegeben? Nein, gar nicht. Also, ich glaube, das ist auch jeder anders. Ich habe das ganz allein gemacht, in meinem stillen Kämmerlein, zuerst in Brüssel, dann in Graz. Ich habe eigentlich das Buch voriges Jahr im Sommer fertig gehabt, so ungefähr wie es ist. Und dann ist es und im heurigen Sommer, also von Juli bis September, haben wir dann konzentriert, habe mit einer Lektorin daran gearbeitet und dann haben wir ein Kapitel herausgefordert, alles ist hineingekommen und solche Dinge. Es ist unorthodox. Eine Erklärung ist, ich bin ein ziemlich schneller Arbeiter. Ich kann sehr, sehr schnell ziemlich viel arbeiten und das ist kann hilfreich sein. Da nur beim Mann mal ein bisschen staubig, aber es kann hilfreich sein, dass ich gesagt habe, dann mache ich das weiter. Johannes, eine Beobachtung hätte ich gern von dir. Du warst in Brüssel, warst EU-Korrespondent für die Kleine Zeitung. Aus Brüssel, das nicht. Welche Rolle spielt da jetzt eigentlich noch der Föderalismus? Wird man da als Journalist, als Redakteur einer Bundesländerzeitung überhaupt wahrgenommen? Kennt man in Brüssel
die österreichischen Bundesländer, diese ausgeprägte Form des Föderalismus? Also bei den deutschsprachigen Kollegen ja, weil immerhin Namen wie Michael Jungwild oder Stefan Winkler von uns von der Kleinen Zeitung und andere von der Salzburger Nachrichten zum Beispiel, das waren oberösterreichische Nachrichten, die immer wieder auch ihre Korrespondenten oben hatten, die gehören einfach zu der Sache dazu. Etwas, was nicht im Buch steht, was wirklich unglaublich angenehm für mich war, wie ich nachgekommen bin und bei den ersten Pressekonferenzen und Treffen war, es ist unter den deutschsprachigen Korrespondenten, Deutschland, Schweiz, Österreich, ja, wir sind alle miteinander per Du. Es gibt keine Rivalität. Hier in Österreich, in kleinen Räumen, da gibt es halt zwischen der Krone und der Kleinen und der ORF und hier. Es gibt schon zwischen der ARD und der Kleinen Zeitung gibt es keine Konkurrenz zwischen der RTL und Salzburger Nachrichten. Das ist ja sinnlos. Wir haben zum Teil gemeinsam Gespräche und Interviews gemacht, weil es einfach sinnvoll ist, ja, und solche Dinge. Und das war unglaublich wohltuend, diese Weite zu erfahren. Also insofern gelebter Föderalismus. Ja, natürlich. Aber ja. Nicht wahrgenommen, das ist glaube ich, der ARD Wurst, ob jetzt Tirol oder Salzburg gewählt hat, irgendein Landeshauptmann. Johannes, die Entwicklung des Journalismus, die hast du sozusagen gespürt bis zuletzt. Was meinst du denn, was sind denn ganz entscheidende Zäsuren? Ist es nicht immer, dass es eigentlich, man würde altmodisch sagen, Tugenden des Journalismus oder des Journalisten oder der Journalistin eigentlich heute wieder an Wert gewinnen? Oder wird es verdrängt von der Erwartungshaltung, dass die Journalistin, der Journalist sowieso alles können muss? Im Internet gleich fit sein muss, wie hinter der Videokamera gleich fit sein muss, wie mit schreiberischen Kompetenzen für eine Tageszeitung. Wie siehst du die Entwicklung, wie hast du sie empfunden? Ich glaube, das Entscheidende, was sich verändert hat und was unseren Beruf prägt, ist das Tempo. Ja? Wir müssen heute unglaublich schnell sein. Ja? Weil alles, was irgendwo auf der Welt passiert, sofort auch bekannt wird. Ja? Und das ist eine große Herausforderung und das ist ein großer Stress auch. Ich gebe das gerne zu. Das Leben war gemütlich vor 20 oder 30 Jahren. Ja? Und die Zeitung war nicht schlechter deshalb. Also dieses... Der Zeitdruck auf den Journalismus ist nicht gut. Und die zweite, und das Ganze wird deshalb in meiner Sicht ein bisschen bedenklich, weil zugleich auch die klassischen Medienhäuser der Kosten- und der Wirtschaftsdruck so groß wird. Medienhäuser, die sich rund um eine Tageszeitung gruppieren, wie die Kleine Zeitung ist, aber auch wieder ORF, also rund um Fernsehstationen und so weiter, tun sich wahnsinnig schwer mit den neuen Medien im Internet, weil für je 100 Euro, die sie als Inserent in der Zeitung verlieren, da kriegt 10 Euro als Inserateneinnahmen im Internet wieder. Ja, das ist eine ganz schwierige Entwicklung. Haben nur ganz wenige darauf eine Antwort gefunden im Qualitätsbereich. Aber so klassische Publikumszeitungen würde ich sie nennen, aber die Kleine Zeitung ist Publikumsmedien. Also zwischen Qualität und Qualitätsmedien und dem Boulevard sind, die tun sich wahnsinnig schwer damit. Und das ist eine nicht sehr lustige Entwicklung. Was waren für dich eigentlich prägende Persönlichkeiten in deiner langen Lebenszeit? Nein, es war lustig. Erstens einmal Persönlichkeiten. Das ist das Tolle an diesem Beruf, man ist so nah an Menschen, die sozusagen wichtig sind. Ja? Von Bodo Kreisky bis, ich weiß nicht, bis Angela Merkel, die man ja ohnehin nur in Pressekonferenzen erlebt. Aber das ist natürlich trotzdem eine unglaublich schöne Sache, da im Ratsgebäude in Brüssel nach einem nächtlichen Gipfel dann einfach von einer Saal zum anderen gehen zu können und dort
kurz der Merkel zu und dem Cameron und dem Hollande, den Feiber muss man auch. Und das ist natürlich schon was ganz Tolles. Und zwar, ich habe sogar einmal im Winter 2014 war das, glaube ich, war Obama in Brüssel, da war so ein Gipfel. Das ist natürlich so, aber man darf sich, das ist ohnehin das Wichtige an dem Büro, man darf den vereinnahmen lassen, dann ist von der Ehrfurcht oder Erstarrheit, sondern du bist für deine Leser da und musst dir dann erklären, was war da wichtig und was war da nicht wichtig. Aber prägend waren viele Journalisten, ich sage das nicht, weil er jetzt da sitzt, aber wirklich Persönlichkeiten wie Erwin Zankl oder Fritz Jocklich und so. Ich habe Herbert von der Süddeutschen Zeitung, den ich persönlich nicht kenne, aber fast jeden Tag gelesen von ihm. Das sind schon ganz tolle, vor allem fallen mir gerade keine ein, aber das macht nichts. Das ist ja schon sehr unglaublich, wenn man da leben kann an Esprit und Geist und so. Johannes, ich habe dich sehr oft gesehen mit der Süddeutschen Roman. Ja. Es ist mir nicht in Erinnerung bei den zahlreichen Begegnungen mit dir, dass du jemals die FAZ, die Frankfurter Allgemeine, mitgeschleppt hättest. Ist dein Leitblatt tatsächlich die Süddeutsche gewesen und beabsichtigt zum Beispiel nicht die Frankfurter Allgemeine? Oder war das nur der Zufall, weil man eben nicht alles lesen kann? Nein, ich habe die Süddeutsche schon besonders gern. Vielleicht auch, weil wir diesseits des Weißwurstgipfels sind, beide, also das Bayerische und Österreichische ist doch sehr, sehr nah miteinander verwandt. Und die Frankfurter ist eine wunderbare Zeitung, aber das Feuilleton der Süddeutschen Zeitung zum Beispiel, also auch der Feuilleton-Begriff, darum geht es, ja? Die wirklich interessanten politischen Schichten in der Süddeutschen sind im Feuilleton der Politik. Ja? Ja, das ist zum Beispiel eine ganz, ganz, ganz interessante Idee. Ich erzähle, in der Mittwochzeitung der Süddeutschen, da bin ich gelegen. Da war Geschichten über die neue polnische Regierung, über die neue portugiesische Regierung. Es waren Neuigkeiten über die Doping-Geschichten in der Welt des Sports, ganz wichtige Geschichten. Diese Breite, das ist einfach was Unglaubliches, was ich sehr genieße. Und ja, das tut das Käufer. Mittwoch in der Süddeutschen Zeitung. Johannes, es ist nicht verwunderlich, dass die Ära Josef Kreiner Junior natürlich eine wesentliche Rolle auch in deinem Buch spielt. Aber so ein bisschen aus der Distanz betrachtet, hätte ich mir gedacht, dass sie noch romanzierter beschrieben wird. In deiner Wahrnehmung, aus deiner Sichtweise heraus, ist diese Zeit womöglich überbewertet, Josef Kreiner Junior? Das kann man so nicht sagen. Also Kurt Wim hat in seiner Besprechung in der Kleinen Zeitung geschrieben, dass ich mit dem Kleiner ein bisschen nicht sehr freundlich umgegangen sei. Ich kann das so nicht nachvollziehen, aber nicht jeder darf das so sehen. Erstens einmal, ich war nicht der wichtigste, der zentrale Berichterstatter über diese Dinge und das ist gut so. Ja, das ist so. Ja. Und zweitens glaube ich, tun wir alle uns im Bewerten von Persönlichkeit oder von Entwicklung, die mit Persönlichkeiten verbunden sind, tun wir Journalisten, sind wir manchmal ein bisschen zu selbstzentriert. Ja? Also ich glaube, die Leser selber interessieren einiges von dem, was wir schreiben, nicht so sehr wie wir glauben. Also auch in der Ära Kleiner zum Beispiel. Ja, die tun wir in der Ära. Du schreibst es ja auch an einer Stelle. Es hat einmal eine Zeit gegeben, diese Ansicht teile ich tatsächlich, die Vorlage von mir. Da hat es eigentlich schon genügt, wenn es dem Kollegen gefällt, was man schreibt. Und man war viel zu wenig auf der Suche nach den Intentionen, nach den Erwartungen und den Bedürfnissen der Leserschaft, sage ich jetzt einmal geschlechtsneutral. Hat sich auch das jetzt im Zuge der vielen neuen Möglichkeiten, dass sich das Publikum mit einschalten kann, viel stärker Meinung artikulieren kann, wie spontaner sein kann und so weiter, hat sich das auch
verändert, dass man jetzt wieder mehr auf die Leserinnen und Leser achtet? Also ich glaube, dass die, natürlich gibt es sehr viel mehr Dialogmöglichkeiten zwischen den Medien und ihren Kunden. Aber diese Dialogmöglichkeiten im Internet sind eben kein Dialog. Ich kann auf Facebook oder Twitter oder wo auch immer oder auch in den Kommentaren zu den Artikeln auf kleineseiter.at, das ist ja kein Dialog, der geführt wird. Das sind immer Feststellungen, hier stehe ich, kann nicht anders, wie die Luther gesagt hat, und das ist ein bisschen unbefriedigend. Ja? Deshalb es gibt zwar unglaublich viel jetzt an Wortmeldungen, aber zu einer Kommunikation verfestigt sich das nicht, und dass ich gerade Bewegungen wie Pegida und die Fremdenfeindlichkeit, die sich da im Internet ausbreitet, belegt das. Es ist nicht möglich, mit diesen Menschen, die ich durchaus schätze, aber es ist nicht möglich, mit ihnen zu debattieren. Und das ist ein bisschen blöd. Der Duktus dieses Buches ist, dass es, und das merkt man eigentlich wirklich in jeder Seite, dass es dir ein persönliches Anliegen ist, dass du gewisse Dinge noch niedergeschrieben hast. Jetzt frage ich dich ganz persönlich, ganz subjektiv, welches Kapitel ist dir denn eigentlich das allergrößte Anliegen gewesen? Kann ich nicht sagen. Nein, das gehört alles zusammen. Nein, das kann man nicht sagen. Für unsere Gäste hier, ich schreibe im ersten Kapitel trotzdem Journalist, ein bisschen so das Ganze, wie ich das geworden bin. Ja. Dann eben schreibe ich die Krise vor allem ein Land, da schreibe ich also über die Stahlkrise und alles, was dazu zu sagen ist. Dann Erfolg auf Steirisch, das nächste Kapitel. Wir sind aus der Krise wieder herausgekommen. Wir sind ja ein erfolgreiches Land geworden, geblieben, wie auch immer. Dann schreibe ich Migration und was wirklich wichtig ist. Das ist natürlich sehr persönlich. Da schreibe ich darüber, dass mir das Thema Migration so lang, sowohl die Medien als auch die Öffentlichkeit, die Politik, kleingeredet, falsch geredet haben, bis wir dort gelandet sind, wo wir im Jahr 2015 gelandet sind. Politik im Bande der Populisten ist eben etwas über, hauptsächlich über die steirische Politik, über dieses unglaubliche Eckhart, das es zwischen Rot und Schwarz viele Jahrzehnte gegeben hat. Und ich tue da vier Personen besonders hervorheben, besonders seit drei, vier Seiten. Das ist Walter Klasnik, Peter Schachter-Blasinczek, Jörg Haider und Gerhard Hirschmann. Dann ist ein Kapitel über die Landtagswahl im heurigen Jahr. Bauern und Mann in der Gesellschaft, ich habe schon erzählt, also das ist mir ein Anliegen und das ist auch etwas, was es woanders nicht gibt, dass ich ein Journalist, der sich mit Politik und Wirtschaft beschäftigt hat, intensiv auch mit der Landwirtschaft und ihren Menschen umtut. Und zum Schluss schreibe ich noch einmal ein Persönliches über mich. Und deshalb war unter anderem die Malteser auch da. Ja. Jetzt hast du gesagt, du wolltest eigentlich nie ein Buch schreiben, das hat sich im Prinzip so ergeben. Ja. Könntest du jetzt im Nachhinein, wo es weit vorliegt, zum Wiederholungstäter werden? Sagst du, es gäbe da noch genug? Könnte ich schon, ja. Ja, könnte ich, ja. Ist die Steckfrage. Ja, das ist die Steiermark im Herbst 2015. Zu welchem Befund würdest du kommen? Im Stichwort. Ich glaube, dass diese Migrationsgeschichte uns in den nächsten Jahren und vielleicht sogar Jahrzehnte prägen wird und dass wir sie bestehen müssen. Sie ist nicht lustig. Viele Menschen fühlen sich nicht gut dabei, aber es hilft nichts, da wird man durch, so wie wir damals durch die Stahlkrise durchhaben müssen. Ich sehe das so. Ja? Zäune, Obergrenzen oder was immer, da kann man eigentlich sagen, lass mal die Gläser saufen, ist dann besser, oder brauchen wir ein großes KZ im EU-Balkan? Ja, das ist die einzige Antwort darauf. Ja? Diese Migration findet statt, sie wird vielleicht nicht aufhören, sie wird vielleicht schwächer werden, ich weiß es nicht, ja? Aber wir müssen sie, so sehe ich das, wir müssen sie annehmen und das Beste daraus machen für uns und für diese Menschen. Für diese Menschen, für uns, wie auch immer.
das ist keine Reihenfolge. Und es ist die Politik und die Beamtenschaft nicht da vorbereitet und nicht darauf konditioniert, mit dem fertig zu werden, so wie es ist. Das ist das Hauptproblem. Die NGOs funktionieren, das Rote Kreuz funktioniert, die Caritas funktioniert, die Feuerwehr funktioniert, alles Mögliche. Ja? Aber seien Sie, bei der Politik und bei der Beamtenschaft sehe ich das überhaupt nicht. So in die Caritas. Gut, wir machen schon viel. Ja, ja. Ja, ja. Nein, aber es geht nur darum, so Geschichten wie die Äpfel, die nicht verteilt werden, die von solchen Dingen, das ist das, was der Wasser den Beamten dazu einfällt. Ja? Ja, du hast das durch eine kleine verbale Intervention schon angedeutet. Es soll ja kein Gespräch hier am Podium sein, sondern wir möchten ja bitte auch Ihnen die Möglichkeit geben, einen Dialog zu treffen mit dem Autor, mit Johannes Kübeck, und damit eröffne ich bitte die Gesprächsrunde. Bitte schön. Ja, also über den Begriff Lügenpresse kommen. Du hast das erwähnt in Zusammenhang mit der Affäre Wulff, wo quasi der Vorwurf ist, das wurde aus einer Lüge ein Elefant gemacht. Aber interessanterweise ist ja damals nicht der Vorwurf der Lügenpresse gekommen, sondern der Vorwurf der Lügenpresse ist eigentlich erst jetzt mit der Migrationsgeschichte gekommen, wo quasi den klassischen Medien vorgeworfen wird, sie machen es umgekehrt, nämlich aus einem Elefanten eine Lüge. Und in dem Zusammenhang, was mitzudenken gibt, und das würde mit deiner Einschätzung, du bist länger im Geschäft als ich, was sagt es eigentlich aus, wenn jeden daher kleinen Rülpser in Facebook, der Geschichten erfindet oder ein Gerücht aufgreift, das niemand bestätigen kann, offenbar mehr Glaubwürdigkeit, Glauben geschenkt wird als sämtlichen versammelten klassischen Medien? Was sagt uns das? Ich glaube, dass es einfach ein Zeichen, eine zunehmende Fremdung stattfindet, aber müssen die Medien unglaublich aufpassen dabei. Ja? Ich schreibe es im Buch und ich stehe dazu. Beim Thema Ausländer hat es seit 25 Jahren geheißen, verzeihen Sie, Herr Dr. Zeichel, aber wenn man das angesprochen hat, das finde ich nur den Heider raus. Ja, wunderbar, jetzt haben wir Sprache. Ja, super, gut gelungen. Ich übertreibe es ein bisschen. Ja. Also, wenn Medien anfangen zu sehr, nicht mehr Berichterstatter zu sein, nicht mehr Medium zu sein, sondern sich aus durchaus hochstehenden Motiven von den Menschen so zu verhalten, dass die Distanz zu den Menschen groß wird, dann wird es schwierig. Und das immer. Ich glaube, die Distanz ist einfach unglaublich groß. Und deshalb glauben wir uns wieder nicht. Ja? Und dann war es auch dann möglich. Aber das kann ja nicht die Lösung sein, dass sie seriöse Medien, Printmedien, elektronische Medien oder was auch immer, auch auf das Niveau bringen. Und ungeprüft Gerüchte veröffentlichen. Das ist natürlich ganz schlimm. Aber mir zum Beispiel eine Sache, der Amok, glaube ich, Graz, ja, mich erstaunt so, also es sind nichts andere, wie hier in der Zeit auch passiert, ja, aber mich erstaunt so, dass so eine wahnsinnige Geschichte, und wenn wir weiter am ersten Tag, 16, 2. Tag berichtet, also mit Recht, ja, warum wir noch 4 Wochen nichts mehr darüber berichten. Ja? Also jetzt war, glaube ich, wieder ein Bericht. Also es gibt halt noch traumatisierte Menschen. Und ja, aber das ist alles so. Mir fällt ein bisschen Nachhaltigkeit, aber ich gebe zu, der Dr. Zeichel wird aber mit dem Haupt liegen. Vielleicht interessiert auch Nachhaltigkeit. Auch sein. Hängt es vielleicht zusammen mit der Geschwindigkeit der Medien, ist ja auch die Geschwindigkeit, ja, die Umwälzung der Themen. Ja? Ja. Das heute Thema ist vielleicht morgen, vielleicht übermorgen, aber das heißt noch lange nicht, dass man in einer Woche oder in einem Monat noch einmal die Systeme irgendwie haben. Ist halt die Halbwertszeit oder das Verfallsdatum von Themen rasend schnell. Darum habe ich dir vorher gesagt, das Hauptproblem ist wirklich das Tempo in diesem Beruf. Jetzt, nach den Anschlägen in Paris, sind wir darauf gekommen, dass nach den
Charlie Hebdo-Anschlägen einige Dinge versprochen wurden, die dann aber nicht umgesetzt wurden. Das hätte Mary Meyer auch schon in der Frage gehabt. Und nicht erst jetzt im November. Ja, solche Dinge. Ja. Aber inzwischen war der Amoklauf dort und dann die WM und die Wartheit und das da nicht und der Boden da nicht ist operiert worden und alles war wichtiger. Ja. Also diese Nachhaltigkeit, das habe ich immer wieder versucht, auch, was ist eigentlich an der Ankündigung von Wartheit vom Nagel geworden? Ja. Das ist ein mühsames Geschäft, weil das ist eigentlich keine Geschichte. Ja, ich sage nur solche Dinge. Da haben wir glaubt, da gibt es Dinge, aber in dem wirtschaftlichen Druck und in der Zeit, die wir haben, ist auch Nachhaltigkeit aber ganz schwierig. War das aber die Intention für dieses Buch, zu sagen, gewisse Dinge gehören einfach fest? Ja, und ich für mich, ich habe mir schon gedacht, wie ich dann fertig gehabt habe und die Wurzeln, was so geschrieben habe, vielleicht würde ich sagen, das sind eigentlich einige Dinge sind zu extrem, was ich da hier behaupte oder schreibe und solche Dinge. Und darüber hätte man natürlich auch reden können, aber es ist keine einzige Zeile verändert worden, außer die Kürzungen, die halt gemacht werden mussten. Ja? Und das hat mir gut gefallen. Johannes, du warst tätig als Journalist in einer Zeit, als Tageszeitung auch wirklich extrem hoch beachtet worden ist, auch die wirklich die Hochzeit dieses Mediums. Die Entwicklung sagt vor allem für die Zukunft ist etwas anderes. Lass uns ganz kurz noch reden über den Stellenwert von Tageszeitung, vor allem von regionaler Tageszeitung, wie sie die kleine Zeitung nach wie vor von enormen Erfolg ist in diesem Land und in Kärnten. Was meinst du denn auch von der Medienentwicklung, von der Sozialisation? Man muss den jungen Leuten ja eigentlich tagtäglich sagen, so etwas wie Tageszeitung gibt es auch noch, meine Lieben. Was meinst du denn, wie lang wird es denn so ein Produkt noch gehen? Also ich glaube, es wird Weltgegenden geben, wo die Tageszeitungen aussterben werden. Ja, in Amerika zum Beispiel. Und es gibt und es wird Gegenden geben, wo gute Tageszeitungen nach wie vor auch in gedruckter Form bestehen werden. Um das auf die kleine Zeitung herunterzubrechen, ich glaube, das Filetstück der kleinen Zeitung ist die regionale Berichterstattung. Das ist alles. Zu wissen, was der Bäcker nebenan morgen für selber gehabt, das ist wichtig. Das ist den Menschen wichtig. Ja? Und was der Hollande gesagt hat, dem Obama, das kann er gut, das erfordert er woanders auch. Aber das mit dem Bäcker in Hartberg, das erfordert er nur bei uns. Und das ist, ich kann man sagen, mein Gott, das ist ja ein Niveau. Oh ja, das, alles, was unsere Leser wollen, ist Niveau. Also da bin ich kein Erzieher. Ich glaube, diese Nähe ist was unglaublich Wichtiges. Die kann man auch elektronisch zeigen, das ist mir schon klar. Aber vielleicht habe ich in 20 Jahren eine andere Meinung. Aber ich glaube, solche Medien, die so nah an den Lesern sind, die haben Zukunft, die dürfen nur diese Nähe nicht aufgeben. Und auch dann, wenn Nähe unangenehm wird, Stichwort Pegida und solche Dinge, dann muss man diese Nähe auch annehmen. Man muss nicht Hausmeister Zeitung sein und die nach den Arten der feindlichen Leuten nach dem Mund reden. Man darf ja nicht auf den Leim gehen, aber man darf sie auch nicht ausblenden. Das hilft nichts. So wie der Bäcker, das ist eine schwierige Übung der Nähe. Aber die glaube ich, ist erfolgreich. Und die ist redlich. Bitte schön. Bitte. Du hast vorher von einer Distanz geredet, von einer Distanz bei den Tageszeitungen. Vor allem jetzt zur jüngeren Leserschaft, wo ich mich schon dazu zähle. Hättest du eine Idee, wie eben diese Distanz zur Leserschaft verringert werden kann? Hast du da irgendwelche Ansätze oder Ideen? Das ist mein Sohn Kari, nur dass Sie wissen. Wir kennen ihn vom Fußball. Ja. Nein, ich glaube, die Nähe ist so, ich habe schon gerade gesagt, die Nähe ist so wahnsinnig wichtig für eine Zeitung von diesem Zustand. Ja. Die Frankfurter Allgemeine und Süddeutsche haben andere Erfolgsaussichten anderswo. Aber Nähe und die Überwindung von Distanz in
große Ehrlichkeit oder keine Scheu vor dem, was dabei herauskommt, ist heute für wahnsinnig wichtig. Ob sie die Jugend gleich annimmt, wird man sehen. Wir wissen ja mittlerweile auch, dass so bei den 30-Jährigen gewinnen wir wieder Abonnenten. Ja, nicht alle 30-Jährigen und 35-Jährigen, aber irgendwann, wenn die Leute wieder gesettelt sind und nach der zweiten Wohnungsübersiedlung, dann wollen sie wieder eine Fragezeitung haben, weil es doch einen gewissen Komfort auch ist und geistiges Heimatgefühl, wenn man das erzeugen kann. Nähe nicht zu scheuen, ist das Allerwichtigste. Ich glaube, was du auch gesagt hast, das Wesentliche, ja, kein Erzieher sein zu wollen. Ich glaube, das ist auch der wesentliche Punkt, weil wenn der Oberlehrer vortritt, dann wird es schwierig mit Ihnen. Bitte, noch eine Anregung, noch eine Frage. Eines möchte ich vielleicht ganz kurz sagen. Ich erinnere mich auch an diese sehr interessante Diskussion damals mit dem Christian Werschütz vor einem Monat, glaube ich. Ja. Da muss ich sagen, äußerst couragiert, das Eintreten von Ihnen immer für Qualität, beziehungsweise Moral auch, weil ich glaube, es kann nichts Schlechteres passieren, als dass eigentlich Leute vielleicht, vielleicht deswegen im Journalismus tätig sind, weil sie denken, sie können damit mehr Realpolitik machen, als wenn sie in die Politik gehen. Das kommt zwar auf, das schädigt natürlich das Medium, den gesamten Kanal. Das, was ich nur feststelle, und ich lese das in Huffington und andere Zeitungen auch ganz gern, ich glaube, dass der Bedarf an Kommentaren noch immer völlig ungedeckt ist. Das eine, ich sage mal, die kleine Zeitung, wenn ich es jetzt hernehme, besteht für mich aus drei Teilen. Das eine ist ein gewisser Unterhaltungsteil. Wissen Sie, da liest man rein und sagt, mein Gott, da ist das nicht lustig und unterhaltsam und so weiter. Der zweite Teil ist das, was Sie gesagt haben, dann, was macht eigentlich der Bäcker nebenan, wann macht der Urlaub, weil dann kriege ich mein Semmerl nicht. Ne? Und dann lese ich mir eigentlich ganz gern die Kommentare durch. Und ich stelle fest, in meinem Bekanntenkreis machen das sehr viele. Früher einmal hat man gerne einmal geschaut, wenn der Herr Dr. Zankl einmal ausgeteilt hat oder seine Vorgänger und in der Zwischenzeit Ihnen Götz, glaube ich, jetzt am Wochenende, ne? War ja wirklich sehr treffend, ne? Auch. Das ist meine Sicht. Und das, was ich vor kurzem mal angeregt habe, ist, warum die kleine Zeitung diesen Diskurs, also durchaus der Streitige, auch in den Foren nicht mehr aufgreift. Dass die Personen, die einen Artikel schreiben, ob sie das schreiben, wer auch immer, dann auch im Forum sich zur Verfügung stellen für einen Gedankenaustausch. Und wenn da welche drinnen sind, die anschütten, das muss man, wie haben Sie gesagt, da muss man durch. Ja, also erstens mal, das sind Fragen, die muss ein Chefredakteur beantworten, das sage ich ganz so. Da bin ich ja feig, ja. aber wissen Sie, wir sind hier in einem Forum von kundigen Zeitungslesern, die eben Kommentare auch lesen und auch durchlesen und bis zu Ende lesen und solche Dinge. Also das dürfen wir bei der Masse der Leser, das sage ich jetzt ganz wertfrei, ja, nicht voraussetzen. Das gelingt uns nur ganz selten, dass jemand, das wissen wir ja aus vielen Untersuchungen, dass jemand wirklich eine Linke von Anfang bis Ende durchliest und dann entweder nickt, zustimmt oder es auch ablehnt oder solche Dinge. Wir müssen diese Flüchtigkeit ernst nehmen. Ja, die Leute haben halt nicht weniger Zeit oder in der Liter Wort wichtiger als die Kultur. Das ist ja auch ganz in Ordnung so. Ja. Wir müssen immer wieder versuchen, möglichst viele, möglichst lang mitzunehmen. Und das ist halt, also es gibt Untersuchungen, dass ich glaube, durchschnittlich lese ich jetzt so 10, 11 Zeilen an Artikel. Ja, wenn man sie dann noch nicht erreicht hat, ja, dann hat man sie bei dem Artikel etwas verloren. Ja. Und das ist natürlich das ist unser Brot, ja, unser tägliches Brot. Das ging dem einen besser, in 10 Zeilen sich, oder die Einleitung und alles so zu machen. Ich nenne es so, was immer wir tun, ist eine Einladung an unsere Leser und User, das anzunehmen. Und je besser wir diese Einladung schmücken, formulieren, umso größer ist die Chance, dass sie auch angenommen wird. Aber es ist immer eine Einladung. Ja?